So, und auch für YouTube. Ich bin auch jetzt wieder da. So, ja, mit Lara sind wir jetzt hier im Dschungel. Ich habe hier jetzt einen schönen Kaffee, weil ich habe keine Cola mehr, kein Energy hier. So, und wir suchen jetzt den lieben Jonah. Ah ja, Miguel suchen wir, nicht Jonah. Miguel ist wichtiger, okay. War er nicht im Flugzeug tot? Also ich glaube nicht, dass Tote zurückrufen. Paschi, bringst du mir 9 Dosen mit, wenn du 10 hast? Ich glaube, die könnte ich für den Stream noch gebrauchen. So, wir looten erstmal alles, was wir finden. Wunderblume. Stängel und Blütenblätter einer gelben blühenden Pflanze verbessern die Konzentration. So, und ich habe vergessen, den Sound einzuschalten. Gut, dass mir das nach einer Minute aufgefallen ist, also fast 2 Minuten sogar. Wo sind Also, sie? Ich muss sie finden. Paschi, 9 Dosen reichen für bei mir für eine Stunde. Mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Also, auf das Leuchtsignal zu bewegen. Aber die Eier lässt sie da. Okay. Habe ich Waffen? Ich habe gar keine Waffen, ne? Brüllaffen. So, ich würde gerne aber zumindest schon mal ein Lagerfeuer oder sowas finden. Ja, Paschi, mein Schlafrhythmus ist mega mal. Da haben wir schon ein Lagerfeuer. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Kein Messer, okay. Wir besitzen gar nichts mehr. Keine Waffen. Keine Seele und kein Hirn. Also Lara vielleicht noch, aber ich nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist.
So, Fähigkeiten. Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay. Mal der Eule erhalten Sie die Fähigkeit Pfeil, Gift und Toxin von Spinnen und Käfern zusammen. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt. Der Herztreffer verursachen massiven Schaden. Wir haben 4 Fähigkeitspunkte, die wir frei nach unserem Belieben verteilen können. Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkt. Das nehmen wir auf jeden Fall. Damit wir die Dinger sehen. Viertes, Hoazin. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Machen wir auch. Was haben wir hier? Umarmung der Boa. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills. Eile des Kaimann. Sie können schneller schwimmen. Schlag der Schlange. Führen Sie Lautlos-Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Eile des Affen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Fall des Fuchses. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Bedrohung des Fuchses. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftrefferzielunterstützung. Erhöht die Erholung des Pumas. Erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Also ich würde vielleicht das hier machen und den ohne Alarm auszulösen. So, und auf das andere haben wir keinen Zugriff momentan. Okay. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ah, okay. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Okay, machen wir erstmal das Ding da frei. Vielleicht damit wir ein Teil aus dem Wrack. Hast du toll gemacht, Lara. Ah, natürlich. Nee, das sind keine Aale. Die heißen, Mueren oder so. Irgendwie. Apropos, da hinten gibt es auch noch wieder was. Wie heißen diese Viecher? Ein Aal ist doch ein bisschen dünner, oder? So, die Seile durchschneiden. Jo, machen wir. Ich brauche meine Ausrüstung. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Okay, Bergungsgut erstmal finden. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Da sehe ich schon mal Bergungsgut. Die Dinger will ich auch noch einsammeln. Ja. Ne, das war kein Bergungsgut. Okay,
auf Bäume klettern. Ach, da können wir rüber. Okay. Sauber, Lara. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Assassine jetzt gerade. Okay, das stürzt nicht ein. Hier haben wir Bergungsgut. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Elster Blick, da hinten ist was. So, ich habe keine Ahnung, was für Pflanzen wir hier alles einsammeln. Hier hat was geleuchtet. Dann haben wir Bergungsgut, aber ich. Und hier ist noch was. Okay, hier kommen wir erstmal nicht. Okay, wir haben nur was eingesammelt, aber sie liest das nicht mehr automatisch vor. Schade eigentlich. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Wo führt das hier hin? Na, mein Kleiner? So, die Kletterachs fehlt. Also kommen wir hier auch nie weiter. Hier. Inventar. So, Kosten 3 von 3. Muss man gedrückt halten. Provisorisches Messer. Ist jetzt geschärft, okay. Hä? Ach, hier, die Outfits. Ganzkörper. Gucken wir mal, was es hier für Outfits gibt. Das ist noch aus dem Definitive Edition, das Outfit. Kommando kennen wir auch noch. Wüstentanktop. Infiltrierer. Der sibirische Nachtläufer. Der Schattenläufer. Das war der mir am meisten gefallen hatte. Im Rise of the Tomb Raider. Geisterhaut. Die Lederjacke. Ah, von Angel of Darkness. Werden wir auch noch spielen, auf jeden Fall. Tomb Raider 2. Die Bomberjacke aus Tomb Raider 2. Tunika des Fuchsbands. Brockengespenst. Sinchi Chikas Kampfanzug. Würde ich mal behaupten, dass man es so ausspricht. Schuppen von Kuh. Jägersortiment. Drachenschuppen. Reptilienleder. Taktischer Abenteurer, klassisch. Mitternachtswächter. Croft Fitness, okay.
Das sind die Outfits, die wir haben. So. Mir hat der schwarze Tanktop am meisten gefallen hier. Ach, man kann sie sogar auch drehen. Oder wir können die Dinger hier nochmal normal anziehen. Aber ich bleibe beim schwarzen Tanktop. Das gefällt mir irgendwie am meisten. Da war noch irgendwas. Ausrüstung. Ah, okay. Wir haben nur Seil. Sie sieht auf jeden Das Fall müsste wieder stark fresh genug aus. sein. Sie sieht auf jeden Fall wieder fresh aus. Also. Nicht mehr schmutzig. Also, sie hat sich gewaschen und so. Ist für Jonah und Miguel bereit. Hat sich jetzt falsch angehört. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Wow. Blumenpflücker. Pflückerin. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! So, immerhin haben wir wieder einen Bogen. So. Die Dinger sammeln wir auch mal ein. Guck mal, was es hier noch so alles gibt zum Einsammeln. Vielleicht auch ein bisschen zum Jagen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt mit dem Bogen nochmal zum Lagerfeuer hingehen, können wir einmal schauen, ob da. Auch Verbesserung für den Bogen jetzt gibt's. Ach, ich habe immer noch einen Fähigkeitenpunkt zum Investieren. Erholungspunkt erhöht die Zeit des genauen Ziels. Ne, Bedrohung des Fuchses. Wollen wir nicht. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kaimans bei. Eile des Affen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte? Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte? Ich würde das hier machen, eher. Weisheit der Eule. Sehen Sie Herausforderungsobjekte? Weil. Ah, ne, können wir nicht. Ist zu teuer. Okay. Herzensbrecher, ne, Mal der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zusammen. Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Es gibt hier seltene Tiere. Das kostet wieder zu viel. Das kostet zu viel. Ja, komm, dann machen wir das. Das kostet auch wieder zu viel. Was ist das? Nadel der Echse. Überreste Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Man kann sich Outfits hier zusammensuchen. Falli, dir wurde Bescheid gegeben. Als ich wieder angefangen hatte, da hatte ich dich ja auch einmal im Chat hier markiert und gesagt gehabt, und du kannst mich wieder entmuten. Warte, jetzt wollte ich eigentlich was anderes gucken, was ich jetzt vergessen habe. So.
Hier wollte ich. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und drücken Sie X, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und halten Sie A zum Herstellen des an. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe angebracht. Den könnten wir machen. Schlangenbiss. Bogen des Fuchsbands. Ach so, das sind erstmal die Designs. Der gefällt mir irgendwie am besten vom Design her. Der silberne Schlag. Bis jetzt. Ja, Palli, das ist ein bisschen blöd gelaufen. So, genau, ich wollte... Wollte mal ein bisschen jagen gehen. Wir brauchen. Achso, da drin gab es nur Federn, okay. Und Erfahrung. Hat es mich einfach angegriffen? Greift es mich einfach an. Achso, Paschi, nach dem Stream können wir gerne noch uns treffen. Habe ich jetzt wollte ich vorher noch drauf antworten, habe ich jetzt irgendwie gerade vergessen noch drauf zu antworten. Hier war was. Peter. Wir können uns nach dem Stream noch treffen. Keine Sorge. Ah, ich habe keine Kletterachs. So. Ich glaube, den bin ich los. Oh, hier geht's weiter. Muss ich hier hin? Da liegt was. Eine Seite aus Jack Fawcett's Expeditionstagebuch. Korrigiert mich, wenn ich den falsch ausgesprochen habe. Paschi! Danke für ein Abo. Ich habe jetzt das erste Mal gesehen, wie das mit Prime aussieht. Ich muss da eigene Designs machen für die Abos und so weiter. Also, dass die Alerts dann irgendwie... anders irgendwie funkeln und einen anderen Ton. Komme ich hier noch hoch? Ah, nicht da, sondern hier, wo der Kantenmaler gezeichnet hat. Was Marvel geht, angeht, mittlerweile ein bisschen weniger, zumindest das MCU, was das angeht, eher. Ein bisschen weniger geworden, weil das irgendwie Miguel? Zu viel auf einmal wurde. Und die Qualität nachließ von der Story mir gar nicht. Und vom Plot. Miguel? Wo bist du? Aber wenn du auf dem Venom 3, genau, wollte ich schon sagen, Venom 3, 24 Oktober. Ich bin da auf jeden Fall dabei.
Miguel? Miguel? Boah, Paschi, lass dann zusammen am 24. Oktober hingehen, ne? Venom 3. Habe ich auf jeden Fall Bock. Ich habe den Trailer schon gesehen. Was ist denn das da? Achso, das gehört zu dem Rucksack hier, okay. Sollen wir dem Blut folgen, oder? Also ich glaube, wir können nur dem Blut folgen. Aber Paschi, wir gehen dann an safe. Also ich gehe auf jeden Fall safe dahin. Venom 3 im Kino. Ich will es mir auf jeden Fall mal reinziehen. Eins und zwei von Venom habe ich sogar zu Hause, tatsächlich. Auf Blu-ray. Können wir hier gerne mal reinziehen. Dann bestellen wir uns einen Döner. Für mich Falafel-Döner. Für dich wahrscheinlich Hähnchen oder so. Ne, den Paschi, den kenne ich schon einige Jahre. Also, er ist nicht ganz fremd. Also, er und ich kommen sogar aus derselben Stadt. Ah, super, wir sind wieder dreckig. Ich habe sie gerade erst frisch umgezogen, weil sie wieder frische Klamotten anhat. Und jetzt ist sie wieder dreckig. Was ist mit ihr? Ist genau wie Luffy. Lara ist wirklich genau wie Luffy. Die kann nicht sauber bleiben. Muss immer schmutzig werden. Gab's da unten noch was? Abgesehen von dem kann ich das. Gesträubtes Gefieder. So, hier haben wir Wasser. Mach dich einmal sauber, Lara. Lara, einmal waschen. Einmal in die Hocke. Wenigstens die Füße sind sauber. Aber das mit diesen Wildkatzen, da gibt es irgendwie meiner Meinung nach keinen Sinn. Die haben gerade gefressen. Die haben Miguel gefressen. Und jetzt. So, Das ist es. Ja, auf ein Tier zu schießen, genau, das ist es, Lara. Hast du gut erkannt. Mist.
Der rennt aber auch ganz komisch für so eine Wildkatze. Ist jemand anderen? Habe ich noch Pfeile? Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich noch Pfeile habe. Zwei! Ins Ohr rein. Ich dachte, das wär nur einer. War das ein Jaguar oder ein Puma? Verhalten sich Jaguare oder Pumas so? Wenn die zu zweit sind und man einen von denen tötet, dass der andere quasi aufgibt und seinen verwundeten Kameraden oder toten Kameraden mitnimmt? So. Ah, so funktioniert eine Teilung. Kann ich mir jetzt hier waschen? Ja. Hier ist eine Pfütze. Nein. Sie will dreckig bleiben. Ey, Doni und Paschi, ihr zwei macht mir auch ein bisschen fertig. Also, ich sammle hier mal alles ein, was wir haben. Was wir finden. Davon haben wir noch was. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Wir sind uns auf jeden Fall einig, Lara braucht auf jeden Fall ein Bad. Oder eine Dusche. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Also, es sieht nach einem Bad aus. Lara, du musst dich waschen. Warte mal. Funktioniert das gleich? Ja, sie sieht jetzt einigermaßen sauberer aus. So. Stoff haben wir und was haben wir hier? Wo kann ich die Dinger lesen? Oder lesen lassen? Ich muss da hoch.
Okay, ab da geht's auch noch weiter. Jacks Tagebuch 5. Eine Seite aus Jacks V-Kerz-Expeditions. Lara braucht auch einen Bart, ja. Also sowas hier. Nur halt, glaube, ein bisschen länger würde ihr gut stehen. Oder einfach nur so ein Schnauzer, den sie dann wirklich bis hierhin so hat und dann so immer so kräuseln könnte. Würde ihr auch gut stehen. So einen schönen Damenbart. Warum nicht? Ich glaube, da unten habe ich noch ein paar Sachen vergessen. Kann das sein? Oh, hier kann man duschen. Nein, kann man nicht. Kann man hier? Damit sie einmal richtig sauber ist. Genau, meins nur in schön. Okay. Hier einmal richtig eintauchen. So. Oh, was haben wir hier? Forschertagebuch. Geheimnisse entdeckt. Ragnos, moin. Alles klar? Ich und Pashi Duo Stream. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das was für Pashi wäre. Können wir mal gerne einen Spieler raussuchen? Ey, Pashi, freut mich, dass das jetzt da ist, dein Paket. Hat die Post da eigentlich jetzt noch um die Uhrzeit auf? So. So. Ja, Ragnos, bei mir eigentlich soweit alles klar. Also, Schlafrhythmus ist zwar am Arsch, aber naja. Wer mich kennt, kennt das auch nicht anders. So, komme ich überhaupt an den Ast da ran? Das ist jetzt die Frage. Doch, geht. Hat mich schon ge... Da ist ein Eingang. Die Kletteraxt fehlt uns. Sonst weiter nach oben komme ich nicht, ne? Gut, dann... Gehen wir mal den Weg. Ragnos, ich hoffe, für dich ist es nicht so schlimm, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Nicht so laut und wild wie bei Luffy. Von da kennen wir uns, glaube ich, war das. Von Luffy war das, ne? Ich bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter. Aber bei mir darf man genauso. Bei mir darf man genauso scheiße sein, sag ich jetzt mal. Wie bei ihr. So. Okay, Ragnos, dann ist ja gut.
Oh, so ein Tattoo will ich eigentlich auch haben, hey, am Arm. Weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Ziehen wir den Bandwurm raus. Weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Na, mir geht's ähnlich. Ich enttäusche alle so oder so. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Sie ist schon wieder dreckig. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Die Dame hat keinen Sinn für Körperhygiene. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Oh, sie ist wieder sauber. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. Ich weiß nicht, wie gut... Wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Also, ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt entweder hier auf Twitch oder auf YouTube sehen könnt, ob vom Handy, Fernseher oder so. Aber ich auf meinem Monitor muss sagen, die Detailheit und so weiter von den Haaren, wie geil das, wie scharf das aussieht und so. Ich finde das mega. Irgendwie kann ich noch ein bisschen näher? Sieht ja richtig nice aus mit den Haaren.
So, kann ich jetzt hier? Ich kann jetzt hier dran. Nice. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Moment mal, die haben alle verschiedene Stats, aber ich kann den hier nicht verbessern. Den könnte ich verbessern. Community Games. Bin ich am Überlegen zu machen, sobald wir den Teil hier durch haben. Weil ich jetzt erstmal so oder so mit den Aufnahmen für YouTube hinterherkommen muss. Und ich das so oder so erstmal reduziert habe und so, dass ich dann erst einmal, was Live-Let's Plays angeht, vielleicht eine Pause mache. So, komm, das hat Upgrades. Also hier können wir upgraden. Nutzen wir das hier mal. Hier fehlt Fell. Und hier fehlt Treibgut. Nicht Treibgut. Wie heißt das hier? Bleiben wir mal bei der Waffe dann. Sieht auch schick aus, muss ich ehrlich sagen. Oh. Eine Bergungsgut heißt das. So, können wir jetzt eigentlich das andere da, was jetzt gefehlt hatte, nochmal machen. Hier. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich für diesen Tomb Raider Teil brauchen werde. Werden aber wahrscheinlich so... Abgesehen von heute, 2-3 Streams definitiv werden mindestens. Gibst du mir mal? Wo ich das hier spiele? Und dann muss ich auch... Siehst du das? Das muss Kubak-Yaku sein. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter? Ich habe eine dumme Idee, aber ich weiß jetzt... Nein, das machen wir nicht. Wir springen da nicht runter. So, vor allem, ich muss auch noch den Level 100-Stream auch noch machen. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los. Bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Das wird wahrscheinlich... Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Ich glaube, den Level 100 Stream mache ich auch nach Tomb Raider. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Gibt's hier noch Loot? Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. So, Kekur? Was? Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Entziffern nicht möglich. Ja. Ich sehe schon, am Ende werden wir nochmal alle Orte besuchen dürfen. Nochmal zurück. Um wirklich alles einzusammeln, was wir vergessen haben.
ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Stimmt, Roth, aus Definitive Edition. So, jetzt müssen wir den doch lesen können, oder? Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Ohne ihn. So, was haben wir entdeckt? Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Eli, wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Das sind also irgendwie... Endlich. Okay, also die Monolithen deuten auf einen Schatz hin, also ein Rätsel, was man finden muss. Genau, da oben waren wir schon. Gehen wir mal da runter. Machen wir damit? Ja. Nicht das, okay. Hier ist auch noch was begraben. Ach stimmt, Donien, jetzt, wo du das mit der Community Games vor uns geschrieben hast, fällt mir ein, wir wollten ja eh alle mal zusammen mit Neve, Hale, mit Luffy... und so Dingen spielen. Yuffie auch wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder Nika. Mit Umut und so, mit einigen Leuten zusammen. Stadt, Land, Fluss. So, was machen wir hier? Wofür ist das? Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay, sie wollte nicht da drauf. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Tja. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ah, warte, ich muss hier runter. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Landfluss, Stadt, bevorzugst du Falli? Okay. Stadt, Landfluss ist für Anfänger. So, beeil dich, Lara. Da. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Okay, sauberen Sprung hat er da raus. Schaffen wir es genauso sauber? Bei uns kracht es ein. Jede Wette. Komm, Krachput. Okay, die Dame will wieder nicht. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir.
Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Auge des Adlers. Halten Sie LB und tippen Sie dann Y, um die Wahrnehmung Kräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht es Lara, Tiere und natürlich Ressourcen in der Umgebung zu spüren. Jetzt aber, wo die gesagt hat, das ist ein Rezept oder so. Ganz ehrlich, wenn ich ein Anführer von so einem antiken Kultur wäre oder sowas, ich hätte auch solche Statuen so in irgendwelchen Tempel begraben, sage ich jetzt mal, eingebaut und da einfach irgendwelche Kochrezepte reingeschrieben. Kräutermischung zur Konzentration steigen. Ja. Ich hätte auch dann einfach irgendwelche Kochrezepte gemacht. So eine vegane Lasagne auf so einem Monolithen oder sowas. Eingraviert. Und das in einem Tempel, so das tausende Jahre verschollen ist. Einfach nur, um irgendwelche Menschen tausende Jahre später so zu verwirren. Am besten auch noch schwer bewachen lassen. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, so einfach Zivilisation tausende Jahre später, wenn ich das Geld oder die Macht dazu hätte, tausende Jahre später Menschen weiter noch zu verarschen. Da haben wir ein gefährliches Wesen. Mussten wir schon mal erledigen, nicht, dass es uns gleich angreift. Die Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt ein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. In Syrien waren wir ja schon im vorherigen Teil. Da, also in Rise of the Sunrider. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Woher wissen wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht? Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Wie weit wird es wohl nach Kubakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. So. Den Fähigkeitenpunkt möchte ich jetzt mal investieren. Wir haben einen. Auge des Adlers. Durch Einnahme von Wahrnehmung pflanzen können sie Beute und natürliche Ressourcen in der Umgebung aufspüren. Auge des Adlers 2. Müssten wir kaufen. Den haben wir gerade freigeschaltet. Okay. So, ich frage mich, ob wir es schaffen können, hier alle freizuschalten, sage ich jetzt mal. Komm, ich investiere mal. Oder warte, was ist das? Ah, da können wir nicht leisten. Investiere ich mal hier rein. Erholung des Pumas. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay, was haben wir hier? Also jede Wette, Jonah wäre hier nicht durchgekommen.
Wenigstens schafft die Dame jetzt mal sauber zu bleiben. Achso, das war ein Schatten am Unterarm. Unbekanntes Gebiet. Ah, okay, ist ein Herausforderungsgrab. Na, aber Hand aufs Herz, wer von euch würde eigentlich auch, wenn er oder sie die Macht dazu hätte, die zukünftigen Zivilisationen mit sowas zu verarschen? Ich muss da irgendwie hoch. Mit so komischen... mit komischen Rezepten und so weiter. So, ich frage mich, wann der Zeitpunkt kommt, wo wir sowas übersehen. Und dann auch aufgespießt werden. Ein Tod haben wir heute ja schon gehabt. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Ja, gut. So, ein Abseilen. Was haben wir hier? Loot, perfekt. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Also sind wir nicht die Ersten hier. So, das will ich auch noch mitnehmen. Und das hier. Tagebuch eines Forschers. Ach, im Artefaktmenü können wir das ansehen. Okay, was hat hier gebrüllt? Neues Basislager entdeckt. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. War gut, die Dame. Können wir größere Taschen irgendwie herstellen? Können wenigstens das hier jetzt herstellen. Also... individueller Schaft. Ist da jemand? Klar, wenn, wenn ich irgendwie einen Eindringling hätte, würde ich auch antworten, wenn der fragen würde hier, ob da jemand ist. Bad Boys, den Film, guckt ihr jetzt eigentlich Bad Boys 2, oder? Oder schon Teil 3?
Bitte peinigt mich nicht oder schlagt mich nicht. Aber ich glaube, ich habe Bad Boys nie gesehen. Ein unglaublicher Anblick. Teil 4 kommt sogar. Aber Falli, trinken ist wichtig. Mindestens 2 Liter am Tag. So, gibt's hier noch was? Ja, Falli, ich hol Wasser. Einen Moment. Aufnahme läuft wieder. Dann machen wir mal weiter. Den Schluck für dich auch noch machen, Falli. Ah, das war der Weg. Okay. Wir waren jetzt drüber. Ah, okay. Hier gab es uns nichts. Falli, folgenden Vorschlag. Ich trinke jetzt erstmal, also ich habe dafür die Kanalpunkte gemacht, aber ich trinke dann jetzt erstmal ein Weilchen nur noch das Wasser. Weil ich muss eigentlich. Da könnte es rausgehen. Da könnte es rausgehen. Wo führt denn das hier hin? Obwohl, wenn sie sagt, da könnte es rausgehen, dann gehe ich lieber erstmal vielleicht doch den anderen Weg. Faschi. Ach so, ich muss hier hoch. Und hier ist das Ding schon. Okay. Und Oldcoin, willkommen. Wie geht's hier, mein Lieber? Nur eine Fingerlänge. Tagebuch eines Forschers. Hier haben wir aber jetzt alles eingesammelt, ne? Alter, wenn so eine Riesenspinne bei mir in der Wohnung wäre, ey. Dann würde ich wirklich das, die Stadt verlassen. Ich muss, hat sich gerade was bewegt. Was? Was hat sie gesagt? Ich muss, da hat sich gerade was bewegt. Über den Cenote. Über. Ich will das Wort nochmal hören, weil ich hab's nicht verstanden. Ich muss irgendwie über den Cenote? Hat sie gesagt. Okay, jetzt ist erstmal die Frage. Was muss ich machen? Ich muss irgendwie über den Cenote. Cenote heißt das, okay. Dafür ist sie nicht stark genug. Ah, okay. Und jetzt?
So. Sie müssen diesen... Ich muss irgendwie über den Cenote. Ja, Rucksäcke sind aber auch echt verdammt teuer geworden. Da... Und Paschi, wegen heute Abend futtern. Wir können auch gerne was futtern gehen nachher. So, so. Aber echt, Oldcoin wegen Rucksäcken, da gebe ich dir recht, das ist echt verdammt teuer geworden. Unter 47 Euro, also unter 50 Euro findet man irgendwie... Wer... Was? Oh, hi, Hill. Bist auch schon da. Mac-Gutscheine hast du, Paschi? Ja, aber dann für mich nur die Mac-Plant-Dinger und sowas. Ich muss irgendwie über den Cenote. Irgendwie über den Cenote. Wassermelone mit Feta-Käse. Was? Ich muss irgendwie über den Cenote. Bin ich gerade ein bisschen doof? Was muss ich machen? Muss ich den hier wieder bewegen? Über den Cenote. Danke, Lara. Wie oft willst du es noch sagen? Ich bin, glaube ich, gerade ein kleines bisschen doof. Ah, warte. Ich sehe schon, was ich machen muss. So hoffe ich. Chefkochgericht, so Wassermelone mit Feta-Käse in den USA. Da glaube ich auch, dass die das so denken. Okay, so. Okay, ich lasse euch mal gerne über komische Gerichte mit Feta-Käse kommunizieren.
Okay, irgendwas ist hier. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Wieso muss Lara das kommunizieren hier, wo man hin muss? Alles klar, Fally, dann bis gleich oder bis später. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Sie muss immer auch das Gleiche kommunizieren. Irgendwo ein Kletterweg, das zum Altar führt. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, Lara, willst du noch 30 Mal sagen? Wo war der Kantenmaler? Da zum Beispiel nicht, okay. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, Lara, den suchen wir auch gerade. Kann man von hier nach da oben irgendwie? Warte. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ich versuch mal was. Okay, ich dachte, sie sagt jetzt noch einmal, es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. So, und das muss jetzt ein Rezept für eine vegane Lasagne sein. Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Tor der Unterwelt abgeschlossen. So, was ist denn da? Okay, Tor der Unterwelt. Hel, was hast du hier gemacht? Was hast du hier wieder mit den Leuten gemacht? Eine Totenwelt war das bei dir, nicht Unterwelt. Sorry, mein Fehler. Boah, früher ich auch Lachs-Lasagne, Vaniki. War bei mir früher genauso. Die von meiner Mutter, die war mega. Scharfe Soße und extra Jalapenos. So. Boah, fast wäre ich da einfach rüber gesprungen. Nee, Hel, die Hölle gehört dir nicht. Die Hölle ist mein Revier. Sonst meinetwegen kannst du alles andere haben, aber die Hölle ist meins.
Und willkommen zurück, Fally. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. So. Aber bevor wir weitergehen, Dafür habe ich nicht genug Platz. Würde ich mir nochmal eben Kaffee machen. Hier ist nur noch ein Schluck drinne. Nochmal Wasser auffüllen. Wie hell, die Hölle ist mein Gebiet, ja? Dann müssen wir drum kämpfen. So. Und, ich würde nochmal einen kleinen Break machen. Eben, vielleicht nochmal kurz auf Toilette. Vorhin war ich nicht auf Toilette, ich habe vorhin nur auf den Wasserkocher gewartet. So, und wäre dann gleich wieder da.